Hey, meine Damen und herzlich willkommen zu einem Baubattle der Extravaganz. Heute müssen wir 3 verschiedene Bunker bauen, die uns beschützen sollen vor extremen OP-Mutanten. Und unser Gegner wird heute nicht Elina sein, nein, denn unser Gegner wird heute Logo sein. Der einzig wahre. Mit Bunkern kenne ich mich aus. Wie fühlt sich das an? Das erste Mal, dass wir zu zweit aufnehmen, Logo, glaube ich. Also nur zu zweit, meine ich jetzt. Und ich werde auch direkt gewinnen. Okay. Ich kenne die ganzen Mods auswendig, ich habe mich eingelesen. Okay, let's go. Runde Nummer 1. Es werden spawnen insgesamt 8 Mutanten-Zombies. Also du kannst deine Base natürlich ein bisschen darauf anpassen, dass du jetzt weißt, okay, da kommt jetzt was auf den Boden, ne? Ja, ich werde also ich kann die Base machen, wie ich will. Ja. Also, ich habe kompletten kreativen Freiraum, meinst du? Ja. Ah, okay. Das ist gut zu wissen. Ich muss mich jetzt ranhalten. Ich denke, wird das was, was ich rausschneiden muss? Nein, wird es nicht. Nein. Ich habe mir natürlich vorher schon Gedanken gemacht, weil ich habe ja den Nachteil, dass ich die Mods nicht kenne. Deswegen musste ich mir überlegen, wie kann ich das ausgleichen? Mit Kreativität. Genau, ja, ich weiß ja auch nicht genau, wie die funktionieren. Also im Sinne von, wie greifen die an? Also was ich dir auf jeden Fall verraten kann, ist, der Zombie hat so einen Sprungangriff. Das ist etwas, das ich weiß. Also man sollte sich auf jeden Fall von oben auch schützen. Na gut, wir machen ja eh mehrere Runden. Das heißt, die erste direkt verliert, ist doch gar nicht so schlimm. Ja, das werde ich verkraften. Übrigens, Logo ist freundlicherweise eingesprungen für Elina, die mich versetzt hat, weil sie... Oh nein! Ja, weil nicht so ein Drama! Die will Leuten beim Eishockey die Zähne rausschlagen. Deswegen hatte sie... So. Naja, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr basic-mäßig unterwegs. Und Mucki ist nonstop im Hintergrund im Laufrad. Das macht er wirklich, um mich zu nerven. Also ich muss sagen, ich habe einen Kackhaufen gebaut. Also nicht bewusst, es ist einfach einer geworden. Ja, ich bin gut dabei. Ich habe wirklich gerade God-Paced. Ich glaube, hiernach wird der ein oder andere erzittern, wenn er das sieht. Okay, den Boden machen wir aus Kupfer. Ich glaube, Kupfer ist immer gut für den Bunker. Kupfer, Junge, da hast du aber auch das Geld stecken. Wie teuer wäre so ein ganzer Boden aus Kupfer? Schon arschteuer, ne? Kupfer klauen sie aus den Kabeln immer. Ey, geh weg von meiner Base, hier werden keine Kabel geklaut, du Kupferschmarotzer. Nichts mehr wird mich jetzt davon aufhalten, das Kupfer aus deiner Base rauszureißen. Warte mal, das ist aber noch geiler eigentlich, dann machen wir das so. Ja, das ist big. Wartet, da. Verdammt, nee, da. So. Aber wie kann ich das aufmachen? Funktioniert das mit Redstone? Hebel. Aha. Hey, das ist stark. Funktioniert das? Das wäre geil. Oh, das ist cool. Zack, zack. Aber der brauche ich, warte mal. So. Aha. Achso, der bleibt an. Ja gut. Das ist natürlich schlecht. Das heißt, den können wir leider nicht benutzen. Wir wollen ja, dass die Luke sich wieder automatisch schließt. Nehmen wir einen guten Steinknopf, das muss reichen. So, perfekt. Da brauchen wir den Eingang hier vorne gar nicht. Aber wir machen den trotzdem, denn ich habe eine Style-Idee. Es gibt Bonuspunkte, wenn man eine sehr schöne Base baut. Dann habe ich den Sieg eigentlich so gut wie in der Tash. Getöntes Glas, alter Abfahrt, mein Lieblingsglas. Wow, nein, du zückst ja wirklich jedes Mittel. Also ich benutze lieber so Basic-Materialien, wie zum Beispiel Cobblestone, Eichenholz. Hast du gerade AI gesagt? Lässt du deine Base von der AI bauen? Nein, eigentlich lasse ich die Stimme gerade von der AI generieren. Ich bin gar nicht da. So, damit habe ich was gerissen, glaube ich. Muss die Base auch eingerichtet sein? Wichtige Frage. Ja, es gibt schon natürlich. Wäre schon gut, ja. Aber was sind denn das alles für Kategorien? Also auf Einrichtung, auf Aussehen, wer bewertet das denn? Ich. Gibt's da ein unabhängiges Komitee? Ja, das ist unabhängig. Ich weiß nicht, Leute. Ich bin mir hier unschlüssig. Also bisher bietet meine Basis eine Verteidigung 0 tatsächlich. Also es ist 0,0. Okay, ich bin ein bisschen von meinem Pace abgefallen, aber kein Problem. Es ist doch hier auch kein Wettrennen, es ist ein Marathon. Es ist ein Wettkampf. Ja, das mag schon stimmen. So. Jetzt tauschen wir Gras aus mit Magma. Ja! Boah, das hittet krass. Nee, warte mal. Aber hier fehlt was. Aber das ist mir zu hell irgendwie. Nee, lass mal rückgängig, das ist es nicht. Okay, jetzt muss Glas eingesetzt werden. Zack, zack, zack. Nehm das hier. Du wirst sowas von staunen, wirklich. Alter, ich baue wenn hier ich nicht den Preis fürs beste Aussehen bekomme. Ich mache hier einen Totalversager. Also ich weiß gar nicht, was ich hier gerade baue alles. Okay, warte. Lasst mich kochen. Ich habe eine Idee. Ich mache ein atomares Wasteland.
Machst du auch Umgebungsdesign oder was? Ja, irgendwie muss ich es ja hier retten, also wirklich. Ja, gut. Jetzt brauchen wir diese, wie heißen die? Stock, nee, die heißen nicht Stock. Wie heißt dieses Unkraut denn? Dieses Holzunkraut, wie heißt das nochmal? Oh, das ist auch gut, aber das meine ich nicht. Holzunkraut? Digga, was baust du? Ah, hier, toter Busch. Die kann ich darauf nicht platzieren, ich bin so gebrochen. Okay, egal. So. Oh nein, nein, ein kleines, ich habe ein kleines Detail fast vergessen. Ah. Aber du baust jetzt hier nicht irgendwie einen Atomreaktor aus einer Mod, oder? Das hat gerade mein ganzes Design-Ding über den Haufen geworfen. Alter, meine Base ist absurd hässlich. Mann, beim letzten Bunker-Battle war ich voll stark, Alter. Da habe ich Elina. Ja, besiegt. Aber jetzt ist richtig Quatsch. Das macht mich nervös hier. Also, ich weiß auch Lagerfeuer. Ich weiß auch nicht, was mich hier erwartet, ehrlich gesagt. Dann warum baue ich jetzt hier überhaupt so ein atomares Wasteland? Das bietet doch keinerlei Schutz. Hoffentlich sieht man nicht meine Lagerfeuer. So. Man sieht es Rauch, oder? Oh. Ja, das hat's schon aufgewertet auf jeden Fall. Aber base-technisch, das hier unten ist halt Quatsch. Das muss man austauschen. Aber mit was? Ich hätte halt die Idee, dass wir einfach so einen Luxusbunker bauen. Das ist natürlich jetzt... Ja, wir machen Luxusbunker, Leute. Okay, ich gehe jetzt auch mal an die Verteidigung ran. Und da machen wir jetzt das hin, Leute. Ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt das Kreativste, aber ich muss das jetzt auch schnell retten. So, okay. Ja, ich meine, vielleicht rettet es ja ein Blitzableiter oder so. Warte mal, Blitzableiter sind schon wichtig, glaube ich. Es gibt sicherlich auch Bosse, die Blitze, also Mutanten, die Blitze schießen können. So, okay, jetzt brauchen wir Basic-Verteidigung. Ich würde sagen, wir beginnen mit, da habe ich doch gerade schon was gesehen, oder? Was ist das denn? Oh, ja. Das machen wir einfach mit zwei Abstand. Das heißt hier lang. So. Gibt es ein Limit für Verteidigungsmechanismen? Nein. Okay. Aber es geht hier um Effektivität. Okay. Klasse statt Masse. So, na, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall das hier, Alter. Aber die würde ich mir eigentlich gerne noch aufheben. Aber na gut, du wirst die eh schon gefunden haben. So ist jetzt vielleicht. Da machen wir hier. Die Frage ist. Boah, was ist denn das, Alter? Ich weiß gar nicht, was das alles ist. Die Frage ist, ob das so funktioniert. Ich habe ein bisschen Angst, dass das nicht schießt. Ah, das funktioniert, glaube ich. Aber weil ich mit Shader spiele, sieht man das nicht. Okay, aber ist nicht schlimm. Wir können es ja testen, indem wir hier einfach. Ach, darf man ein Monster spawnen? Oder um mal zu schauen, ob das schießt? Oder? Ja, klar. Okay. Warte, wir machen mal einen Test. Ach, okay. Du heilige Scheiße, ja, das funktioniert definitiv. Ja, das macht richtig viel Damage. So, das passt sogar gut. Guck mal, das passt gut vom Design her, weil das ist ja auch eine Art Erz. Also safe. Und dann geht das gut Hand in Hand. Man sieht es jetzt leider nicht so schön, aber es macht ja trotzdem Schaden. So, und jetzt packen wir, warte mal, kann ich den direkt mit dem Feuer-Upgrade übernehmen? Ja, machen wir hier das alles rein. Das macht richtig. Alter, das macht sogar Sound. Alter, das hört sich an, als ob ich in einem Atomreaktor sitze. Alter, wartet mal. Ich hab hier einen Candy Jared. Lass ein Like und Abo da. Oh, Leute, lasst ein Like da. Bei 30.000 Likes macht Logo 24 Stunden. Ey, jetzt hab ich sie kurz gesehen. Ich hatte alle Achievements. Hier, ich hab eine Interferenz. Jetzt hab ich's. Wenn die Planeten richtig stehen, sieht man's. Hey, jetzt sieht man's immer. Nee. Okay, das ist irgendwie komisch. Aber man sieht's auf jeden Fall. So, das ist. Aber jetzt müssen wir vielleicht. Okay, das ist schon safe. Und ich würde. Ja, das reicht. Wir sind ja Stufe 1. Das sind die schwächsten noch. Zombies. Da reicht das, was wir da gebaut haben, Leute. Wir müssen uns jetzt hier weiter auf die Inneneinrichtung konzentrieren. Dann machen wir einmal so. So. Das muss weg. Und ja, da machen wir das Glas einfach komplett hier weg, ist eh quatschig. Stimmt, Innenbeleuchtung, wichtig. Innenausrichtung, wir machen rot, das können wir gebrauchen, die Lampe. Ah, stimmt, warte mal, wir machen eine Lampe. Das heißt, das kann weg. Dann machen wir hier, chillt mal. Nee. Ja, wir müssen die wegmachen, Leute, sonst hatten wir ja gar keinen Platz in der Base. Hier können so viele Gäste sitzen. Dann machen wir da die Lampe drauf. Ja, das passt nicht, aber hier passt, perfekt. Und hier machen wir auch nochmal eine Lampe. Oh, das ist schönes Licht. Jetzt machen wir Vorhänge. Ja, weiß Vorhänge? Ich nicht. Oh, was ich hier zaubere, Logo. Also, da hast du auch zu Recht Angst vor. Lesen? Fülle einen Eimer mit Lava. Ne, das ist verboten, illegal. Was? Ist es verboten? Oh. Naja, also ich würde ehrlich sagen, für die erste, weil eine Sache mache ich noch, aber dann würde ich sagen, bin ich sogar fertig. Wir wollen natürlich noch. Komm ich jetzt. Achso, ich komme hier gar nicht raus. Scheiße. ja. Okay, wartet. Let me cook. Brauchst heute aber ganz schön viel. Oh Gott, eins verbaut. Okay, wartet dann hier. Ich baue hier nämlich einen Secret Underground Tunnel.
Und der ist so schmal, da passt der Zombie nicht durch. So, jetzt machen wir das gleiche hier. Hier kommt man aber nicht rein. Das ist das Wichtige. Das darf dafür draußen kein Knopf sein. Nur hier darf ein Knopf sein, genau. So, und dann kann man hier jetzt schön, wenn man in der Base ist und wieder raus will. Ah, wartet. Das geht nicht. Da kann ich die Leiter da nicht platzieren. Okay, wir haben ein Problem. Ausgang haben wir damit auch geregelt. Jetzt brauchen wir. Ah, müssen auch noch Leitern hin, natürlich. So, sehr schön. Jetzt brauchen wir noch einen Armor Stand, damit wir hier natürlich auch unsere Ausrüstung schön platzieren können. Die machen wir dahin. Und da geben wir uns natürlich, wie soll es auch anders sein, Full. Nein, wir machen nur Diamant. Machen nur Diamant. Oder wir machen das hier. Das ist auch eine Form von Diamant, oder? Nice. Ach, wir müssen uns ja auch noch selbst. Ist das jetzt für deine eigene Ausrüstung, oder? Ja, ja. Ja, ja, das. Und hier. Bam. Und da machen wir den Monitor dran. Wo haben wir den? Hier. Nice. Und jetzt können wir hier gucken. Boah. Ha! Kann mich selbst beobachten. Bin fertig. Eine Sekunde. Eine Minute. Eine. Ja, dann machen wir den Gang hier noch schön so lang. Wieso kann ich das hier nicht platzieren? Ich habe ja noch so ein Ding, was ich unbedingt platzieren wollte, aber dann nicht. Das hier. Gesichtskontrolle. Hä? Nein, ist es wegen der Glatze? Och, Mann. Das Problem habe ich öfter und dann darf ich da nicht rein. Boah, was würdest du sagen, wenn ich auch eine Glatze hätte und ich hätte nur so ein Haarsystem und ich würde jetzt im Video das runterreißen? Das wäre krank, dann oder? Dann würde ich mich wundern, warum du dann so sagst, so, oh, mein Haarpuder, ey, das ist ey, das habe ich dir im Vertrauen erzählt. Nicht, dass Leute mir das wegkaufen. Sollen wir schön wegbleiben, ich habe das aber früher auch benutzt. Ja, oh nein, hatte. Vielleicht hast du ja deswegen keine Ahnung. Oh, ja, ich glaube nicht, dass einem deswegen die Haare ausfallen. Boah, ich bin wirklich sehr gespannt, was du gebaut hast, ne? Ich erwarte wirklich eine komplette. Also, ich erwarte was Komplettes. Was Komplettes erwarte ich. 3, 2, 1. Das Tutorial ausgebaut. Ich kann das nicht mehr. Digga, was sind das für Kaliber hier unten? Alter, der hat da die. Alter, der hat hier eine Tesla, so ein Stromschockgeschütz, Alter. Die Dinger schießen Beyblades oder sehen sie jeweils aus. Ja. Das ist durch dieses hochfrisierte Militär-Tutorial-Haus, Alter. Ja, ich habe ein bisschen anders. Kameras. Ich habe Frontscheibe habe ich ersetzt. Weil ich kann direkt bei dir durch die Fenster gucken. Wie kann ich zoomen? Warte, mit SZ. Ah, nee, das ist rausgezoomt, verdammt. Okay, ich weiß auch nicht, wie man zoomen kann, aber ich kann auf jeden Fall durch deine Fenster gucken. Also, wenn man da durchgucken könnte, wenn da nicht 8 Geschütze wären. Na gut. Hier sind sogar Claymores. Mal vorsichtig sein. Nein, entdeckt. Das sind nicht nur Claymores, das sind intelligente Munitionssysteme. Ja, ja, dann munitionier dich mal. Die Mutanten-Zombies spawnen. 3, 2, 1. Ja. Deine Claymore-Kacke hat mein halbes Grund. Ja, die gehen alle zu dir, aber Junge, die schießen da Beyblades. Die sind alle tot! Meine Base hat. Der eine will aber, der will! Aber er kann nicht. Nein. Er ist weg. Ich krieg die Tür von innen nicht auf. Ja. Meine Base hat clean gar nichts gemacht. Die hat nicht mal versucht, zu mir zu kommen. Ja, okay, ist ja auch eine coole Base, ey. Na, da muss ich leider sagen, hast du gewonnen. 1-0 für dich, ey. Meine Base hat ja gar nichts zu beigetragen. Ja, also, die sind alle in der Lava verbrannt oder von diesem Munitionssystem zerbombt worden. Aber hier drüben gab es einen übelsten Durchbruch. Aber ich glaube, das war eher die Explosion, die hat alles so. Es kommt eine illegale Verstärkung. Die gehen alle auf deine Seite. Mann, ey. Aber jetzt? Wahrscheinlich, weil meine Geschütze zuerst die Aggro die brüllen. Auf sich ziehen. Oh, das war so eine gute Investition, diesen Lavagraben zu bauen. Ja, damit kommen die nicht klar, ne? Da sind die überfordert, ja. Ey. Merkt man. Aber irgendwie machen meine Geschütze keinen Schaden. Mach doch mal was. Ich hole mir kurz meine Rüstung, Leute. Zack. Mein Armor Stand ist weg. Nein, die kriechen einfach drüber. Nein, die sind auf der anderen Seite. Muss die Kamera, ja. Kamera. Ja, einer ist rüber. Und die Geschütze sind fast weg. Warte, wir müssen hier, zack. Das ist wie eine halbe Wissenschaft, aus meiner Base rauszukommen. Hat der Benson wieder super gebaut. Ich komme nicht aus meiner Base raus. Ich bin so überfordert hier gerade. Aber drüber lachen, wenn ich die Schaltfläche jetzt in der Innenseite vergessen habe. Meine Güte, ey, so. Ich glaube, das Problem liegt daran, meine Geschütze oben schießen sich selbst ab, anstatt. Ich bin in meinen eigenen Laser gelaufen. Boah, die haben Stress, ne?
Ja, na, die kommen nicht durch die Lava. Das ist tatsächlich ziemlich safe. Also zwei sind rüber, aber die checken es nicht. Alter, ich kill die hier ohne Probleme. Guck das mal an. Zack, gar. Das ist ja auch Level 1. Sie können ja Hulk Smash, so ein Ding nämlich. Ey. Hey, der eine ist wieder aufgestanden. Lag der nicht gerade schon? Oh, ein Hammer. Rare Drop. Ey, das war meiner. Meine Seite. Hey, die haben hey, Zombies? Oh, die können solche Hulk Smash-Attacken. Ja, der eine gerade gegen mich. Haben die nicht gegen deine Geschütze gemacht? Jo. Ja, wieso kann man den nicht schlagen, wenn er auf dem Boden liegt? Ja, weil der K.O. ist, der schläft ein Ründchen. Ach so. Ich glaube, man muss die dreimal K.O. hauen, damit die weg sind. Dieses Beyblade-Ding. Mhm. Ich würde die ja eigentlich gerne unterstützen auf dem Weg zu dir, ne? Warte mal. Ja. Nein. Nein, 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 nein. Das ist illegal. Das sind illegale Bautechniken. Ja. Nein, nein. Kommt rüber. Nein, nein. Ich baue euch einen Weg aus Erde. Neues Turret. Los. Los, rüber jetzt. Na, die sind viel zu hohl. Oh, Bruder, er hat den Über-Attack-Move gemacht. Aber er ist bei K.O. gegangen. Nein, er hat mein kleines Turret da weggehauen. Meine Base ist auch schön. Ich muss hier. Warte, ich muss. Wie war nochmal das Passwort? Ich muss hier oben ein paar von den Turrets wegmachen. Irgendwie, die schießen sich die ganze Zeit nur gegenseitig an. Hier wohnt Gaga Gaming. Ich sag, das ist 1, 2, 3, 4. Na, schade. Na! Meine okay. Sichere Base! Runde Nummer 1 geht an Logo. Let's go, Runde Nummer 2. Runde Nummer 2, der Mutant wird sein Muggy. Nein, Spaß. Creeper. Mutanten-Creeper. Da muss man natürlich mit einer Explosion rechnen. Das heißt, wir sollten wahrscheinlich erstmal damit hier beginnen, oder? Das macht wahrscheinlich irgendwie Sinn. Das heißt, wir machen hier. Ah, ich habe eine Idee, was ich finde. Ich baue was richtig Kreatives, ey. Pass mal auf. 1, 2, 3. Das werden wir zack. Noch sehen. Ja, werden wir ja auch. 1, 2, 3. So. Mach dich bereit für mein 3000 RF-Gebäude. Oh, nein, du baust ein Jetpack-Gebäude. So. Und niemand wird mich jetzt noch aufhalten können. Okay, und den Boden. Ah, ich weiß. Den Boden machen wir zu. Beton. Boah, das ist geil. Aus dem Pool, ey. Und jetzt machen wir hier in die Mitte diesen hier. Okay, wartet. Okay, ich habe keine Ahnung, ob das die Mitte ist. Aber wird schon passen. So. Schön mit Muster, das wird geil. Seht ihr das? Links, rechts, links, rechts. So. Oh Mann, ich platziere da und falsch. Ja, jetzt so. Jetzt brauchen wir eine Schaufel, glaube ich, oder? Ja. Ich arbeite mit Lagerfeuern, das kann ich schon mal verraten. Das habe ich letzte Mal auch gemacht. Hast du jetzt eine Scheibe von mir abgeschnitten? Habe ich geklaut. Pluspunkte. Ja, aber ich habe mich schon weiterentwickelt. Ich bin schon lange nicht mehr bei Lagerfeuern. Das ist so voll erste Runde. Das ist so voll vor 20 Minuten. Das muss ja. Wer baut denn noch so? Soll ich jetzt sagen, das reicht schon, oder? Und jetzt brauchen wir vielleicht eine kleine Mauer einfach mal ringsherum. Wie sieht das aus, wenn ich das hier so mache? Ja. Und das machen wir auf jede. Also, ja, gut. Ja. Den Schönheitspunkt werde ich jetzt höchstwahrscheinlich nicht kriegen, ne? Aber dass wir hier solche, da kann man sich dann immer schön in Deckung begeben, falls es zu einer Sprengung durch einen Zombie-Mutanten kommen sollte. Und da packen wir jetzt drauf. Hier, ein Geschütz. Oh, das sieht geil aus. Level 2 machen wir aber. Lass mich mal. Boah! Aber es muss richtig rum, oder? So rum. Hä? Ach, die platzieren sich immer so. Die schießen, also die ziehen wir dann wahrscheinlich in die richtige Richtung, sobald ein Gegner kommt. Ja, geil, geil, geil. Muss ich da irgendwie Muni reinmachen? Nee. Turret 2, okay, das passt. Jetzt brauchen wir vielleicht noch ein bisschen Deko. Hier, das sieht ja gut aus. Ja, okay. Ja. Das Bett ist eigentlich ganz geil. Das ist ganz geil. Ein Kronleuchter. Kann man doch immer gebrauchen. Oh, so Goldmöbel. Ich habe was gebaut. Ich bin aber, glaube ich, überfordert damit tatsächlich. Übrigens, man kann hier nichts drauf platzieren. Das ist ein bisschen das Schwierige. Weil das sieht dann so aus. Was ich hier gebaut habe, sieht wirklich fürchterlich aus. Alter, guck mal, ich habe, was ich hier gebaut habe. Wo. Das kann gar nicht hässlicher sein. Es ist so abnormal hässlich. Egal, Leute, wir müssen da jetzt durch. Oh mein Gott, ich habe ein bisschen Angst. So, was machen wir jetzt? Brauche ein anderes Material. Einfach das hier. Gutes, altes Stein. Das kann ich doch so nicht bauen. Das sieht scheußlich aus. Ich brauche jetzt einen Geistesblitz. Genau jetzt. Ja, kam nichts. Oh, ja, das Problem ist dieses. Nee, die Idee ist Quatsch. Ich wollte da so eine Kugel drauf machen, aber das lassen wir mal lieber. Stattdessen tun wir lieber die Lagerfeuer weg. Das macht zwar so gesehen am meisten Sinn.
Aber man kann dort keine Blöcke drauf platzieren, deswegen nehmen wir da lieber Stufen. Irgendwie, na, irgendwas, was sehr, also was gut Sprengkraft aushält. Endsteinziegel, aber die sehen natürlich auch entsprechend aus, ey. So, wartet mal, jetzt machen wir, warte, let me cook. Vielleicht rette ich es jetzt doch noch. Ja, so schlecht war meine erste Base gar nicht. Habt ihr den Punkt geschenkt aus Freundlichkeit? Wenn du so weiter guckst, ich weiß ja nicht. Dann verguck das auch mal. Und jetzt können wir eigentlich die Lagerfeuer hier machen, ne? Ja, ich glaube, ich habe damit jetzt hier gerade was gemacht. Ob es was Gutes ist, das werden wir noch sehen. Jetzt löschen wir die ganzen Lagerfeuer, die ganzen Lazies, ne? Und dann gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. So. Oh ja, da habe ich was gerissen mit. Ja, aber das ist irgendwie ein Quatschblock hier. Den müssen wir, glaube ich, austauschen. So, dann machen wir diese Teile hier noch so ein bisschen als Puffer. So Nicht-Schwimmer-Style. Es sieht katastrophal aus. Wir machen den Rückzieher. Ich finde, das Bett passt halt ganz gut, ne? Jetzt haben wir hier ein schönes Doppelbett. Was gibt es denn hier noch? Wir brauchen vielleicht einen Tisch. Oh, so schwarze Möbel. Das hat schon was, ne? Hier haben wir einen Stuhl. Hier haben wir einen Tisch. Hier eine Tür. Brauchen wir nicht. Hier haben wir das noch. Was ist das? Ah, das ist auch nicht schlecht. Das passt eigentlich. Oh, das passt auch gut, ne? Hier, zack, zack. Aha. Und jetzt machen wir hier vielleicht so den Tisch hin. Das ist kein Tisch. Ach doch, aus Knochen. Ach du heilige Güte. Ja, das ist halt ein Riesen, ne? Das ist ein absoluter Riesentisch. Jetzt muss ich noch den Untergrund ändern. Aber so. Was passt? Boah, Logo, also das habe ich tausendprozentig nicht gewonnen. Ich brauche auch mehr Verteidigung. Ich hab nichts. Wir können hier noch vielleicht, dass wir die anderen Schädel auch noch haben. Ein bisschen als Deko-Element. Jetzt haben wir hier außen ja noch Platz, ne? Ah, ja, nee, passt, warte. Wenn ich das eins näher mache, wird das ja einfach zu Bruchstein. Das wollen wir natürlich nicht. So, ja. Wichtige Sicherheitsfrage, wenn du dir ein Passwort ausdenken würdest. Und dieses Passwort besteht aus deiner Kreditkartennummer und der. Dann wäre das tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mit der Prüfnummer 0917. So, und jetzt müssen wir aber die Innenseite müssen wir auch noch safe, auf Safeness-Basis hier machen. Was können wir da machen? Was ist so ein guter Block, wo man auf jeden Fall nicht. Ah, warte, ich habe eine Idee. Oh ja, ich habe eine sehr gute Idee sogar. Da müssen wir aber eins weiter hochgehen. Ja, aber ich habe ja noch nicht gesehen, was du jetzt gemacht hast, aber Stand jetzt ist, dass ich hier Stress habe tatsächlich. Vielleicht, es gibt so viele Türme, ne? Boah, den finde ich, glaube ich, geil. Firework Launcher. Ja, auch in jeder Ecke natürlich. Da müssen wir aber hier noch. Ah, wie kriegt man das jetzt hin, dass das nicht so kack in der Luft aussieht? So einfach. Zack, perfekt. Und dann das Ganze mit Falltüren vielleicht verschönern, dass hier nicht so deplatziert aussieht. Es wird besser aussehen, wenn wir diesen hässlichen Zaun außen weg machen würden. Dass wir einfach hier diesen machen, wisst ihr? Also können wir ja, dann machen wir einfach so diesen. Ja, es gibt das auch viel mehr, diesen Vibe, den ich haben wollte. Das kann man gleichzeitig auch benutzen, um hier hochzukommen. Jetzt kannst du aber diesen machen. Zack, zack, bumm, bist drin. Easy. So, muss ich den Munition geben? Das wird ja Sinn machen eigentlich. Ah ja, siehst du, sage ich doch. Die brauchen nämlich Raketen. So. Also mein Thema ist Picknick. Echt jetzt? Ja. Mein Thema ist Floß. Oh. Dachte mir, Wasser ist klug gegen Creeper. Aber baulich. Ne, das ist, also das passt hier auch null. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Warte mal, wir müssen irgendwie mit Teppich arbeiten. Irgendwie was Schickes. Das ist alles hässlich. Ja. Nee, bitte das nicht. Könnte. Teppich war eigentlich mein Designelement, was ich vorbaue. Wieso connecteten sich das nicht? Das ist doch. Ja, nee. Muss schon das sein, glaube ich. Ja, es sieht auf jeden Fall besser aus als vorher, aber ich sag mal, von gut sind wir da auf jeden Fall noch entfernt. Wir brauchen Radar, nee, nicht Radar, Alarm. Genau. Zack, und dann brauchen wir den Knopf. Zack. Hör mal, Logo. Hörst du das? Nee. Echt nicht? Oh, schade, ist zu weit weg. Ich kann einstellen, welchen Sound ich haben will. Ja, okay, da lassen wir lieber die Finger von. So, jetzt können wir im Notfall Alarm machen, das ist auch spitze. Die Laserkanone packen wir auf jeden Fall schon mal an. Warte mal, ich habe gerade. Ah, da kannst du auch Blöcke bauen. Tatsächlich gar nicht so schlecht sogar. Okay, das benutzen wir dann zum Griefen bei Logo Space, das ist super. Nein. So, wir brauchen auf jeden Fall Goldäpfel. Ich werde auf jeden Fall, wenn die wieder auf deine Seite rennen, werde ich da auf jeden Fall den helfen, sag ich mal. Trophy-System machen wir noch aufs Dach. Falls Logo auf die Idee kommt, irgendwelche Granaten zu schmeißen, falls es sowas gibt. Okay,
Ja, ich bin fertig. Ist jetzt halt nichts, also ist jetzt halt nicht so krass, ne? Ich muss hier gerade nur das System neu auslegen, dann bin ich auch fertig, dass es dich angreift. Creeper, ich bin gespannt. Dann entfernen wir mal die Mitte und schauen mal, was Logo gebaut hat. Es ist jetzt aber nicht das Tutorial aus 2.0, oder? Nein. Okay, 3, 2, 1. Oh mein Gott. Er hat einfach Clash Royale Base gebaut. Nein, das Thema ist Picknick. Ich esse diese ganzen Sachen, die da vor mir liegen. Das sieht so voll aus wie so ein Tower-Merch. Was ist das hier oben alles? Das sind meine Haare. Junge, das ist ja... Man kommt nicht mal rein in deine Base. Doch, klar, hier ist doch die Tür am Rand. Hier. Ah. Komm rein. Ja. Wow. Spawnpunkt gesetzt und kannst nichts dagegen tun. Sieht schick aus von innen. Man kann euch die Augen rausgucken. Ja, okay, ja, gut, gut, okay, dann lass mich mal raus, bitte. Weil ich errate das Passwort. Okay. Es war wirklich 1, 1, 1, 1. Ja, ich habe ein Floß gebaut, Jungschwer. Du guckst dir meine Basen gar nicht an. Oh, du hast Wither-Rosen benutzt. Ja. Uff. Ja, ich glaube, das wird an dich gehen, weil du halt mit dem Floß halt deutlich weniger, du wirst weniger Schaden abbekommen wegen den Creepern. Gucken wir mal, wäre gut. 2-0 könnte ich nicht vertragen. Jetzt erstmal schnappe ich mir meine goldenen Äpfel und meine Lasergun. Dann schnappe ich mir meine Rüstung. Du hast goldene Äpfel. Ich sitze auf irgendeinem Teil raus. Zack, 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 okay. Und die Creeper spawnen in 3, 2, 1. Oh, na, die greifen alle mich an, Bruder, warum alle? Was ist denn da draußen los? Los! Hey, die spawnen Mini-Creeper, die auch explodieren. Die ziehen einen zu sich ran. Ja, ja, das stimmt, damit die explodieren können. Ich muss einen Gott dafür essen. Aber ich glaube, das Wasser hat schon gut funktioniert. Aber man kann die gar nicht treffen, ne? Oh mein Gott, der eine ist gesprungen und über mir explodiert. Achso, ich glaube, ich kann die einfach mit dieser Dings... Logo, hast du mal ein Schwert? Hä? Ich dachte, du hast Equipment. Ja, ich habe nur die Lasergun, aber ich glaube, die kann man damit nicht treffen. Nee, mit Schwert kannst du die auch nicht hitten. Ach du Scheiße, der hat mich rangezogen. Oh, ja. Nein. Na, explodiert, ich höre ihn. Er lädt abnormal auf. Oh mein Gott. Überlebt aber gerade so. Ich habe gar kein Schild. Hier lädt sich noch irgendwas auf, ich höre das doch. Aua, ja, da war's. Ja, aber das waren alle. Ich habe irgendwas auf mir drauf. Hä? Guck mal. Hä? Junge, was ist das? Ein Creeper-Ei. Ja, das ist meins. Hä, was bin ich in dieses verdammte Ding reingelaufen? Du kriegst die ganzen Boss-Drops. Ja, aber das habe ich gewonnen. Guck mal deine Kack-Base an. Ja, da hat's mir wirklich die Geschütze schießen auf mich, die sollen aufhören. Ja, die habe ich so eingestellt, weil du meinst, ja, wenn ich dir so helfe. Kann ich dich damit wenigstens abschießen? Also, oh ja, das geht. Ich schau gerade, die auszumachen. So. Ich kann die abbauen, guck, zack. Oh, ja, also mir hat's wirklich den ganzen Unterkiefer rausgerissen. Ich mach deine Haare jetzt. Ich mach Seiten frisch auf 0. Aber die sind doch schon auf 0. Dann mach ich sie auf minus 1. Nein. Leute, da es jetzt 1-1 steht, machen wir ein Taser-Finale. Das heißt, wir haben 9 Taser ausgerüstet. Das Ding zieht ungefähr ein halbes Herz ab, hat aber einen Cooldown. Und wer den anderen killt mit den Tasern, hat natürlich das Ding am Ende gewonnen. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ich bin auf Cooldown. Du hast mir fast nichts abgezogen, ist das richtig? Ich hab das durchgespammt gefühlt. Ich seh's. Aber man muss ganz genau hitten, um überhaupt alles machen. Ich habe alles auf Cooldown. Ich habe erst ein Herz verloren. Mehr als ich, weniger als ich auf jeden Fall. Aber man muss echt genau, man muss lieber kontrollieren. Ja, sobald man einmal Hunger verloren hat, knallt es aber rein. Es ist so dämlich. Oh nein, 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 ich bin schon auf Hälfte. Hälfte, Alter, ich bin deutlich unter Hälfte. Was, Alter, da war ich ja richtig der Mensch. Ich glaube, ich habe den Taser gemeistert. Du musst richtig nach rein. Alter, bei mir treffe ich 100 Mal. Yeah! Wie viel hast du noch? Ich hatte noch 4 Herz. Alter, du bist ja Taser-Großmeister. Nee, Mann, ich glaube, ich habe es rausbekommen. Du musstest einfach nur so, du musstest so ein bisschen nah ran und dann so unten links so zielen. Dann hast du mal, jedes Mal getroffen. Warte mal, bleib mal stehen. Ich würde es mal so, habe ich es nämlich gemacht. Das trifft nicht, wenn du es wie beim Crossbow durchziehst, ja. Doch, doch, das trifft, wenn du ein kurzes Delay lässt, so. Ah, ich habe zu schnell gemacht, glaube ich. Du hast zu schnell gemacht, ich war zu gut. Okay. Mann, ey, na gut, ja, fürs nächste Mal was gelernt, aber mir ist irgendwie übel gerade. So, jetzt geht's wieder. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaut gerne bei Logo vorbei, das ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und schreibt gerne eure Ideen für das nächste Base Battle in die Kommentare. Bunker Battle. Bis morgen, euer Benson. Ciao.